Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Berchtesgadener Land. Wir konnten ja leider unser Virus nicht, wo bist du? konnten leider nicht nach Mallorca fliegen wie gedacht. Deswegen sind wir mal im schönen Bayern geblieben. Und die nächsten Tage zeigen wir euch mal was rund um Berchtesgaden. Jetzt gerade sind wir auf dem Weg in die Klamm. Wimbach-Klamm besser gesagt. Interessanterweise ist ziemlich viel los. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Aber sehr viel los. Wir denken, es wird schon, es verteilt sich. Wir machen es für Gäste drauf. Das ist so schön warm. Das ist so toll. Das ist richtig. Davor, da hoch müssen wir. Ich bin mal gespannt, wie es oben ausschaut. Ich kann aber. Ich bin jetzt schon total. Kopf hoch, Schatz, du bist ja auch schon bisher. Oh ja. 5 Minuten gelaufen. 5 Minuten gelaufen. Da kann man schon mal aus der Puste sein. Vorteil ist, wenn es natürlich den ganzen Tag geregnet, ist die Klamm wenigstens schön voll. Gucken wir mal. Reinfahren sollte man nicht. Ansonsten ja, sieht es schlecht aus. Hier oben läuft man entlang. Den ganzen Weg. Halbe Stunde Klamm, fertig. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Ramsau. Zur Kirche. Ja, jetzt gehen wir auf alle Fälle nach Ramsau. Und das Wetter wird immer schöner. Wetter ist gut. Aber ich brauche Koffein. Ich brauche Red Bull oder so. Wenn ihr herkommt, dann kommt auf alle Fälle früh her und nachdem es geregnet hat. Weil dann ist die Klamm schön gefüllt, ihr habt viel Wasser. Eintritt kostet 2 Euro. Okay. Pro Person, aber nur wenn du diese Touristenkarte hast vom Hotel. Mit der Gästekarte. Gästekarte, Entschuldigung. Für geübte Wanderer wie wir sind, mit Turnschuhe. Ja, Stadtmenschen. Turnschuhe. Ja, Benni hat Turnschuhe. Ich habe ja wenigstens Wanderschuhe an. Du hast nach 5 Minuten schon gepfiffen, deine Lunge. Du brauchst gar ja, nichts sagen. Ja, es tut mir leid, wenn man Heuschnupfen hat gegen Gräser und Pollen, ist es nicht so angenehm. Hör auf, so zu gucken. Die Ausrede. Immer, ne? Ja, es ist leider so. Für alle, die Heuschnupfen haben, die wissen ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man in den Bergen ist. Gehen wir mal nach Ramsau. So, umgezogen, extra für Insta. Da ist unser nächster Spot. Kirche von Ramsau. Gucken wir mal, ein paar Leute sind da. Aber das wird schon. Schatzi, wie viele Outfits hast du jetzt dabei? Wenig. Zu viele? Nein, zu viele. So, nicht. Dann lauf mal vor. Was denn? Du darfst nicht vergessen, um 1 Uhr darfst du deine Kleider holen. Oh ja. Wäre es nicht am schlauesten, hier noch ein bisschen zu bleiben? Das wahre Leben eines Instagram-Opfers. Warten bis um 1 Uhr. Opfer, warten und bis um 1 Uhr der Launch gibt, um neue Kleider zu kaufen. Na komm, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Ich taufe dich auf den Namen. Elfriede? Hildegard. Und die andere ist Elfriede. Elfriede, ja, was machst du denn da? Was machen die da, die zwei Menschen, die debatten? Die debatten Menschen. Was willst du gerade wegen Bayerisch zu reden, oder was? Ich versuch's
aber ich krieg's nicht hin. Oh, schau mal, wie schön. Wie das alles aufgegangen. Ja, endlich schönes Wetter. Schöne Spots zum Fotografieren. Jetzt gibt's ein wenig Radler. So, wir machen jetzt eine Bootstour. Ja. Im Hintersee. Richtig, richtig schön hier. Das Wetter war jetzt irgendwie vorhin besser. Ja. Und jetzt zieht es ein bisschen zu. Aber mein Gott. Hauptsache Urlaubsfeeling. Auf dem Wasser. Nicht im Wasser. Könntest du ja mal ins Wasser gehen. Na, das Wasser ist ein wenig kalt. Ist es kalt? Nein! Outfit gewechselt. Jetzt geht's zum nächsten Spot. Denn wir machen jetzt ein paar Bilder beim Hintersee. Na, such dir mal deinen Spot aus. Ich weiß nicht. Da war das, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Wir könnten da vorne noch auf die Bank. Und dann fahren wir weiter. Sie. Ein schöner, schöner Blick. Ja? Das ist auch schön hier. Ja. Die könnte man auch machen. Die haben wir durch Zufall bei uns in der Pension auf dem Poster gesehen und haben gedacht, das Bild machen wir auf jeden Fall nach. Und dann zeigen wir später, wie es ausgesehen hat. Und so sieht es aus. Ah. Leider. Ah, die Spitze sehe ich. Da hat er wahrscheinlich. Da ist sie. Leider. Sieht es so aus, als ob das Ganze von einem Privatgrundstück fotografiert wurde. Von daher sieht es eher schlecht aus, dass wir das fotografieren können. Aber probieren wir es mal aus. Nur leider ist es anstrengend. Ja, besser als nichts, aber ich habe Hunger jetzt langsam. Ja, ich kann auch. Leider kein Bild machen. Also wir gehen darüber noch. Die zwei Primeln da drüben haben den Logenplatz. Aber wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Da vorne. Aber nein. Na, hast du Hunger? Ich hab Hunger. Schauen wir mal. Haxe? Es gibt. Das ist ein leckeres. Nimm doch die Haxe, Schatz. Ja, genau, ich nehme die Haxe, sonst gibt's sie schon noch. Hunger! Ja, ich auch. Hatten wir ihn schon mal Schnitzel die Woche? Na, hatten wir nicht. Schublade noch.